Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wie man sehen kann, ne, ich bin ja hier wieder im Schlafi. Ich bin aber die Einzige, die bei YouTube sich im Schlafanzug hier vor die Kamera setzt und da auch keinen Dingshalter anhat. Egal. Ich komme aus der Dusche, warum soll ich mich denn nochmal ein Abendkleid anziehen? Wir haben Maskenwoche! Tuchmaskenwoche diese Woche und natürlich auch wieder eine Verlosung. Und ja, ich habe hier 5 Tuchmasken liegen. Und Monique ist am Start, Alexa ist am Start. Und ja, wir fangen dann doch mal an. Eine Zahl zwischen 1 und 5, bitte, meine Damen. Alexa, sag eine Zahl zwischen 1 und 5. Die 5. Zwischen 1 und 5. Es ist 4. 4. Ich habe gedacht, die funktioniert schon wieder nicht. Die 4. Dann haben wir die With Egg Mask. Ja, With Egg White Sheet Mask. Genau. Das ist eine koreanische. Die gibt es beim Action. Ja, und ich würde sagen, was steht da drauf? Gesichtsmaske Eiweiß für eine strahlende und weichere Haut. Hinweis nicht auf die irritierte oder beschädigte Haut. Klar. 15 bis 20 Minuten. Ich knete die ja immer so einmal durch. Und dann schauen wir mal, wie das Eiweiß so riecht. Oder so. Ich weiß es nicht. Habt ihr noch nie gehabt? Reichlich getränkt? Oh, die riecht gut. Die riecht gut, die riecht frisch. Ich sage ja, die ist reichlich getränkt. Raus kommt jetzt nichts mehr. Aber, also das, was hier drin ist, das reicht. Das Vlies ist... nicht zu dick, nicht zu dünn. Ja, das sieht ganz angenehm aus. Ta 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 ta. Ohne Muster, ohne Ei, ohne Schnick und Schnack, ohne... Ah! Mein Auge. Packst du doch ins Auge, Mensch. Ich hab doch nicht so kleine Augen. Ich hab Kuhaugen. Ich wollte mir die Maske jetzt eigentlich nicht in die Augen packen, Leute. Nein, 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 das wollen wir nicht. Also die ist jetzt mir an den Augen ein bisschen zu schmal. Aber das kommt, weil ich so große Augen habe. Großmutter, warum hast du so große Augen, damit ich die Schwester sehen kann, mein Kind? Ja gut, da schaltet man sich einfach noch ein bisschen ein, ne? Aber ich sage ja, gut getränkt ist die, also hallo. Wie viel Eiweiß da jetzt wirklich drin ist, weiß sowieso kein Mensch. Aber sie fühlt sich gut an. Sind da noch irgendwas drin? Nö. Ich weiß nicht. Nö. Aber, also wie gesagt, sie fühlt sich sehr gut an, ist reichlich getränkt, aber halt die Augen sind mir etwas zu klein. Ich glaube, die schneide ich jetzt nochmal ein. Und das reimt sich. Keine Angst, sie schneidet mir schon nicht ins Auge. Ah, so ist besser. Ja, ist ein bisschen blöd, ne? So eng. So. Am besten macht man es vorher, damit man sich wirklich nicht in die Augen schneidet. Ja, so ist gut. Man will das ja auch nicht im Auge hängen haben. So, jetzt lasse ich es erstmal 10, 15 Minuten, 20 drauf. Den Rest hier schön verteilen. Fühlt sich sehr gut an und ich bin gleich wieder da. Hi, da bin ich wieder. Ja, was soll ich sagen? Ich mag die Actionmasken, ne? Ich mag die einfach. Die sind Bombe. Guck mal, wie feucht die noch sind. Oh, Halleluja. Und ich lasse die ja sowieso länger drauf, ne? Tolles Serum. Ja. Tut der Haut richtig gut. Man merkt so richtig diesen Flüssigkeitskick. Also, ne, seht ihr die Eiermaske? Nimmt sie mit. Passt ja zu Ostern. Also, klasse. So, machen wir weiter. Ne? Weiter, weiter, weiter. Brauchen wir schon mal 1, 2, 3, 4. Ja, Monique, wir brauchen eine Zahl zwischen 1 und 4. Alexa, sag eine Zahl zwischen 1 und 4. Fühlt sich so gut an. Hm? Alexa, schon wieder aus. Nochmal? Hm. Hallo? Du musst das Alexa sagen. Hab ich doch. Ja, nochmal. Monique, nochmal. Alexa,
Sag eine Zahl zwischen 1 und 4. Gerade ging's noch. Monique, dann sag du mir eine Zahl zwischen 1 und 4. 2. 2, so. Mal gucken, ob die Alexa morgen wieder Bock hat. Ich weiß es nicht. So, Monique hat ausgesucht und dann ist es... Monique wird langsam sauer und schmeißt die Alexa gleich von der Wand. Isana Tuchmaske Rainbow. Also wir packen uns morgen mal einen Regenbogen ins Gesicht. Oder besser gesagt gleich. Und ja, schauen wir mal, wie die so ist mit Mango- und Himbeerextrakt. Naja, legen wir hier oben drauf. Ich sage bis gleich zur zweiten Maske. Und jetzt gucken wir mal, ob Alexa sie wieder eingekriegt hat. Na, die muss ja funktionieren. Ja, was soll das denn? Hallöchen! Zu Tag 2 meiner Maskenwoche. So, wir haben heute die Isana Tuchmaske limitierte Edition. Wir werden heute Regenbogen für einen strahlenden Ton, Mango- und Himbeerextrakt, jeder Hauttyp. Naja, wollen wir mal gucken, ob das überhaupt so riecht, ne? Also, bring Farbe in dein Leben. Die bunt bedruckte Isana Rainbow Tuchmaske ist der perfekte frische Kick für himmlischen Glow. Pure Hyaluronsäure, pflanzliches Glycerin und Panthenol spenden wohltuende Feuchtigkeit und unterstützen die Feuchtigkeitsbalance der Haut. Trockenheitsfältchen erscheinen gemilder und spürbar glatter. Darüber hinaus hinterlässt die vegane Glow-Formel mit Mango- und Himbeerextrakt einen strahlenden Teint und ein gute Laune-Hautgefühl für jeden Hauttyp. Okay, ja, dann 10 Minuten. Ja gut, ich lasse ja eh mal etwas länger drauf. Ich will immer meinen Spiegel hier öffnen. Und dann erstmal, ne, wie sie riecht. Also das ist weder Himbeere noch Mango, eher chemisch. Okay. Ach guck, wie süß. Schön bunt, gut getränkt, ist halb gewonnen. Ja. Es ist jetzt natürlich nur neckisch, ne, wegen bunt und Rainbow und tralala. Weiß man natürlich immer, wir kaufen es. So. Aber die riecht echt nicht so, wie sie riechen sollte. So nach Himbeeren wäre schön gewesen, ne? Und Mango so. Aber das ist eher so chemisch. Naja, ein bisschen geht es ins Süßliche, aber das hätte mehr sein können, ne? So, Augen. Sind gut, sind groß. Das ist schon mal super. So. Bisschen groß für mich, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Man kann sie ja falten, ne? Und so schmiegt sie sich ganz gut an. Ah, das tut jetzt schon gut, weil meine Haut wieder so trocken ist wie Furz. So, schön auf den Hals, Dekolleté. Und dann lassen wir sie jetzt mal 10 Minuten drauf, setzen uns in der Sonne. Ach, mehr wie 10 Minuten, 20 Minuten, setzen uns in der Sonne auf den Balkon. Und dann bin ich gleich wieder da. Und dann schauen wir mal, ja, wie sie so gewirkt hat. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ja, wie ihr sehen könnt, ein bisschen locker am Kinn, ne? Da hat sie sich schon aufgelöst. Aber so eine schöne Pflege, muss ich sagen. Also, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, was so Isana und Balea-Masken angeht. Aber die ist schön. Die ist schön, die pflegt, die hat richtig gut getan. Also, ja, diese Rainbow-Maske kann ich... Oh, ich habe sie jetzt hier unten schon reingetan. Kann ich nur empfehlen von Isana. Toll. Toll, aber wann eine Limited Edition, ob es die noch gibt, weiß man natürlich nicht. So, weiter geht's. Wir haben ja noch 3 Stück. So, und dann brauchen wir eine Zahl zwischen 1 und 3. Alexa, sag eine Zahl zwischen 1 und 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 2. 2. Schön, da habe ich mich schon drauf gefreut. Das ist nämlich die Balea straffende Hydrogel-Gesichtsmaske Golden Vanilla. Ist auch eine Limited Edition und ja, mit Vanilleextrakt und Hyaluron. Bleibt dran, schauen wir mal, wie die ist. Da freue ich mich sehr drauf. Es wird da so eine zweiteilige Maske. Ja, mal schauen und danke, dass ihr bis jetzt dabei wart und bleibt auf jeden Fall dran. Hallo, hallo, hallo
zu Tag 3 meiner Maskenwoche. Ich habe die euch ja schon gezeigt. Ne? Ich bin echt gespannt, wie sie ist. Die Limited Edition von Balea. Straffende Hydrogel-Gesichtsmaske Golden Vanilla. Bin mal gespannt, ob es auch noch Vanille riecht. Mit Vanilleextrakt und Hyaluron. Und wir haben so eine geteilte Maske. Ich muss mal eben hier ein Tuch nehmen. Und mal den ersten Eindruck. Ja gut, mit viel Fantasie riecht sie auch nach Vanille. Ah doch, ein Müh. Ich sag mal ein Müh. Also jetzt nicht, wer weiß wie viel, aber ein Müh. So, da ist auf jeden Fall gut Serum noch drin. Alles schön. Ja, das ist... Ja. Wie gesagt, mit viel Fantasie riecht es nach Vanille. Also, nicht? So, das ist ja eine zweiteilige Maske. Die ist aber schön dünn. Heidewei. Wow. Genau, jetzt habe ich mir ein Tuch genommen und habe trotzdem alles auf meinen Tisch geknallt. Macht Sinn. Ei, wie willst du die... Ei. Die flutscht ja so weg. Kennt ihr noch den Blob von damals aus dem Fernsehen? Okay, der war pinky, aber ist egal. Der war geil. Den habe ich mir jetzt mal bestellt, neu. Ab 18, aber... Ab 18, ne? Also wir sind hier ja nicht Kindergarten. Obwohl die Filme heute ab 16 sind, auch irgendwie ab 18, ne? Oh, das ist ja geil. Boah, ist das dünn. Boah, die fühlt sich aber geil an. Oh, Mama Mia. Bleib du schön da. Oh, also fühlt sich an wie eine zweite... Hallo? Wisst ihr, wie ich jetzt aussehe? Wie, Catwoman. Das war jetzt aber sehr dunkel. Warum? So. Zweiter Teil. Achso, ich habe noch gar nicht gelesen, was die überhaupt machen soll. Oh. Die soll mich schön machen. Das tut sie. Komm, wir lesen mal eben, was da steht. Für ein straffes und strahlendes Hautbild. Glamelöl und Plödelöl. Warum bist du so dunkel hier? Hallo? Hallo? Was ist hier los? Ja. Ich muss, glaube ich, ein bisschen nach hier rücken, weil die Lampe mich sonst dunkel macht. Komm her. Kamera. Entschuldigt bitte, aber diese Profirei hier, ich glaube, das ist besser. Oder? Egal. Also, glamouröse Auszeit für Ihre Haut. Die goldene Hydrogel-Gesichtsmaske Golden Vanilla verbindet effiziente Pflege mit hochwertigem Design. Die Maske spendet intensive Feuchtigkeit und verwöhnt die Haut mit Macadamiaöl und Hyaluron. Lassen sich von den sanften Duften nach Vanille verzaubern. Die softe Geltextur, ja gut, Vanille mit viel Fantasie, ne? Die softe Geltextur des Hydrogels schmiegt sich perfekt an jede Gesichtskontur an und sorgt so für eine optimale Wirkstoffaufnahme. Aber das ist auch geil, ne? Das fühlt sich richtig geil an. Also hier, wie Dalton, ne? So. Wie lange lassen wir so drauf? 15 bis 20 Minuten. Oh ja. Also, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Grazie miteinander. So. Also, ich muss echt sagen, die ist der Knaller. Leute, die ist der Knaller, diese Maske. Wenn ihr die noch findet bei DM, ne, ist ja eine Limited Edition, nehmt sie euch mit. Und zwar doppelt und dreifach. Ich habe jetzt mal eine Palette dahingestellt. Ich hoffe, jetzt wird es irgendwie besser mit der Dunkelheit. Die ist der Wahnsinn. Die ist so schön auf der Haut. Oh, ich kriege Gänsehaut. Oh, ist die schön. Und sie gibt so einen frischen Kick, ne? Oh, Wahnsinn. Oh, toll. Oh. Also... Die kommt ja dort in Maske auch mal hier, ne? Kann die aber genauso anstinken. Ha! Mega geil. Mega geil. Wow. Das fühlt sich so mega an, ne? Ach, toll. Ja, wir machen weiter in der Reihe. Zwei haben wir ja noch. Alexa, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 2.
Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2. Es ist 1. 1, okay. Die 1, das ist nämlich von Juti die Energy Elixir Tuchmaske in Rot. Ich habe sie nämlich schon mal in Gold gehabt und jetzt haben wir sie in Rot. Schauen wir mal, tja, was die so kann. Aber ich glaube, dass diese Maske diese Woche hier keiner toppen kann. Das ist ja wohl mal der absolute Oberburner hier. Also besser geht es nicht. Besser geht es wirklich nicht. Oh mein Gott, es ist so schön. Ja, bleibt dran, denn es wird dann rot. Also ich sag mal, bis gleich. Hello, Tag 4. Genau, Tag 4, Maske 4, habe ich euch ja gestern schon gezeigt. Und das ist ja hier die Juti Energy Elixir Tuchmaske. Oh, ich habe meinen Haarreifen ist auch nichts für mich. In den hinteren Ohren tut er mir immer weh. Jo, was soll die machen? Entdecke deine neue Schönheitsmaske in Pink und bringe müde Haut zum Strahlen. Die geschmeidig zarten Baumwollfasern legen sich wie eine zweite Haut auf dein Gesicht und das Serum verwöhnt durstige Haut bis in die Tiefe mit Feuchtigkeit. Jo, dann schauen wir mal. 15 bis 20 Minuten. So. Ja, doch, die riecht ganz angenehm. Das ist immer so eine Mischung zwischen Plaste und keine Ahnung was. Ich weiß auch nicht. Also ich habe bis jetzt wenige Masken gehabt, die richtig gut rochen. Das ist schon seltsam. So, da packe ich mir jetzt die mal ins Gesicht. Und ich muss hier erstmal einen Anfang finden. Ta 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 ta. So, eine Fließmaske. Ich mag ja immer nicht, wenn die so dick sind, ne? Oh, jetzt habe ich schon ein Loch reingemacht. Egal. Kalt. Ich komme gerade aus heißen Dusche. Okay. So. Aber die passt. Ha? Wie die Faust aufs Auge. Jo, passt total. Also, ja, so liebe ich das doch, ne? Maske drauf, passt. Augen genial ausgeschnitten, Mund auch. Ich bin gespannt, wie sie so in 20 Minuten aussieht. Bis jetzt fühlt sich sehr gut an. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns doch in 20 Minuten wieder, ne? Und schauen wir mal, was sie so gemacht hat und was die letzte Maske kann. Und das wird eine Mustermaske werden. Also, bis gleich. Hello again! Du, ich möchte dich heute noch sehen. Ja, da bin ich wieder und ich habe die Maske noch auf. Ihr seht, hier ist es ja immer, wird es ein bisschen trocken, aber so viel ist es gar nicht geworden. Bisschen hier angetrocknet, aber ich finde die super. Die sitzt super und die sitzt auf dem Gesicht und deine Haut saugt diese Feuchtigkeit ein. Mega geil. Also, ich finde sie gut. Kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, die gibt es noch überall. Ah, herrlich. Und der Rest wird einfach hier in die Haut massiert. Hier oben ist immer mehr wie hier unten. Aber schönes Serum. Toll. Gefällt meiner Haut. Tut meiner Haut gut. Daumen nach oben für die Juti Energy Elixir Tuchmaske. Ta-ta-ta! Ja, und kommen wir zum letzten Tag. Und wie gesagt, da haben wir ein Muster. Eine Limited Edition wieder. Von Isana. Die Tuchmaske Leo. Feuchtigkeitsboost, Mango und Papaya. Das ist das Grand Finale. Plus natürlich die Verlosung. Also bleibt dran. Und dann seht ihr, was ihr natürlich wieder gewinnen könnt. Und ja. Schauen wir mal, ob die auch besteht. Ist ja immer so eine Sache. Die sehen von außen schön aus und sind dann meistens pfui. Naja, wir schauen mal. Und ich sage, bis gleich. Hallo zum großen Finale dieser Maskenwoche. Und wir werden hier heute zum... Was werden wir denn? Zum Teaser? Wir werden zum Teaser. Genau, nämlich weg die wilde Seite in dir. Die bunt bedruckte Isana Leo Tuchmaske bringt deine Haut sofort in Schwung. Die vegane Powerformel mit exotischen Fruchtextrakten aus Kokosnuss, Mango, Papaya und Wassermelone kühlt angenehm, hinterlässt einen frischen Teint und ein belebtes Hautgefühl. Pflanzliches Glycerin spendet intensive Feuchtigkeit und lässt deine Haut spürbar glatter wirken. Die Haut wird intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. 10 Minuten. 10 Minuten? Naja, ich lasse ja eh mal ein bisschen länger drauf, ne?
Make-up ist gut runtergegangen, was ich heute drauf hatte. Das war nämlich heute wieder mal bunt. Und müssen bei dem Leo nicht den Kopf abreißen. Machen wir so unten auf. So, mal schauen. Ja, riecht frisch, aber... Also ich rieche jetzt keine Kokosnuss oder irgendwie andere Sachen daraus, aber sie riecht halt frisch. Ja, aber nicht irgendwie, sie stinkt nicht. Das ist schon mal sehr gut, ne? Ja, sie ist bedruckt, genau. Das wissen wir ja. Leo. Leo. Oh mein Gott. Was ist denn das? Hallo? Ah ja. Ist immer so schwierig, die aus. Ach Gottchen. Das hat was vom Karneval. Oh. ja. Sehr süß, ne? Neckisch. Ja, das ist. Ne? Das hat nichts mit der Pflege zu tun, das ist einfach süß. Miau. Der Tiger im Tank. Wow. Ei, guck mal da. Hallo. Das sieht gut aus, ne? Fühlt sich auch gut an. So jetzt auf den ersten Blick, sagen wir mal. Und ja, dann bin ich, ja, Viertelstunde, ne? Viertelstunde lasse ich es ja drauf. Bin ich dann wieder da und dann kommen wir zum Fazit und zur Verlosung. Also bleibt auf jeden Fall dran. So, da bin ich wieder. Ja, ich würde sagen, endlich mal eine Tiermaske oder halt so eine Fließ-Tiermaske, Motivmaske, die geil war. Ich fand sie richtig gut. Sehr, ja, hier nur trocken geworden an der Nase, das finde ich super. Überall hier seht ihr, die ist noch richtig schön feucht. Ich habe die, glaube ich, jetzt eine halbe Stunde drauf gelassen. Total toll fühlt die sich an auf der Haut. Ich finde sie gut. Ich finde sie richtig gut. Tolles Serum. Mal gucken. Ist meine Haut jetzt straff? Ja, guck mal. Wow. Die Maske ist richtig gut. Da braucht ihr kein Botox. Wow. Ja, Scherz beiseite. Also, schön pflegend. Tat richtig gut. Gott, ich muss mal wieder hier zu Millions. Millions, sag ich schon. Ausdrücken. Ja, toll. Toll, 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 toll. So, Klappe zu hier und dann schauen wir mal, wie eigentlich diese Woche unsere Maskenwoche war. Ich glaube, wir hatten gar keinen Verlierer, oder? Hello, 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 hello. Mal eben noch draufschreiben. So, also hier haben wir auf jeden Fall die echt, echt super, falls ihr die noch bekommt. Na, das war Limited Edition, sind die ja immer schnell weg. So, dann hatten wir die Yuti, die war ja auch total klasse. Dann, ja, also das ist mein absoluter Gewinner diese Woche, ne? Der absolute Oberwahnsinn. Dann haben wir die Isana Tuchmaske Rainbow. Bisschen locker am Kinn, aber schöne Pflege. Also wir haben keinen, der durchgefallen ist. Und die Sheet Mask, viel Serum, tolle Pflege, MeTime. Ja, also 5 Tage, 5 Tuchmasken, 5 Gewinner, würde ich sagen, ne? Absolut die, die hat für mich den Vogel abgeschossen. Der absolute Burner. Aber wieder eine tolle Maskewoche. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Und das ist mal wieder hier eine Gloshy Box. Ich packe das mal hier hinten drauf, dann könnt ihr das immer natürlich sehr gut sehen. Und was gibt es denn diesmal bei mir Gutes zu gewinnen? Ich habe hier natürlich auch, warte mal, Masken drin. Die packen wir erstmal zur Seite. Da kommen wir am Ende zu. Sind so einige. Hallo. Also, ich habe hier erstmal von Isana Duschgel Fruity Shower mit natürlichen Extrakten aus Himbeere und Limette drin. Das ist das mal in der Box mit enthalten, was ihr gewinnen könnt. Dann eine Cadea Vera Limited Edition Chill Out Ampulle. Ampullen gehen ja auch immer, ne? So. Dann haben wir hier drin von Alverde Naturkosmetik Körperbutter Set. Das ist eine Limited Edition gewesen. Das ist so ein Dreier-Set. So kleine Tübchen sind. Also, ne? Duft nach Feige, Duft nach Orange und Duft nach Lavendel.
Also da sind auch so Größen, die kriegt man auch mal gut leer, ne? Dann habe ich hier drin so ein Badepad vom Balea Inner Peace Sprudelbadetab mit Hanföl. Habt ihr keine Badewanne, könnt ihr es natürlich auch so im Fußbad machen, ne? Ja, das ist mit dabei. Dann habe ich noch mit da drin diesen Deo-Stick. We love Deodorant, we love the planet Sweet Serenity. Ja, ich konnte die einfach nicht vertragen, weder in grün noch in pink, diese Creme Deos. Also ihr seht, der ist nicht gebraucht. Der hat einen super tollen Geruch. Vom Geruch gefällt der mir total, aber... Oh, jetzt ist er zugeflutscht. Aber ich kann ihn einfach nicht... Ich finde das ja gut, ne? Aber ich vertrage es einfach nicht und deswegen geht der weiter. Wie gesagt, nicht gebraucht, ne? Bäh, sowas macht man natürlich nicht. Dann haben wir hier drin von La Perla eine Handcreme. Mach sie mal auf. Ich zeige es euch mal eben. Das ist so eine kleine Tube und ich finde, die ist auch Handy. Die kannst du in der Handtasche tun. Hast du auch mal schnell leer als diese Bäckepötte da, ne? Also La Perla Handcreme. Dann haben wir noch hier drin von Essence ein Smoothie Gloss Lovely, Lovely Raspberry. Einmal der. Ich will mal eben gucken, dass der nicht ausgelaufen ist. Nein. Alles okay. Ja, manchmal machen die Sachen sich irgendwie selbstständig, ne? Dann haben wir noch einen Nagellack hier drin. Ja, mal ein bisschen schütteln. Von Cien. Ja, Happy Valentinstag, aber... Ne, die hatten sie mal. Valentinstag Edition. Habe ich da mitgenommen. In Glittergold. In Glittergold. Dann habe ich noch eine Mascara für euch von Clinique. In Schwarz. Hatte ich nämlich in meiner... Das war diese Valentinstags-Bag. Ich habe die aber schon und zweimal brauchst du ja nur wirklich nicht. Deswegen gebe ich sie euch in die Verlosung mit rein. Dann haben wir noch quasi vier Masken. Einmal von Yuti die iPad Mask. Diese Herzchen. Dann von Selfie Project Moisturizing Peel-Off Mask. Shine Like a Mermaid. Habe ich auch schon ausprobiert. Die ist klasse. Also ich liebe Peel-Off Masken. Ne? Ja, die ist mit dabei. Dann die Hyaluronmaske von Schebens. Da wir eine Maskenwoche haben, müssen wir Masken rein. Und natürlich auch noch eine schöne Tuchmaske, nämlich die Disney Princess Facial Sheet Mask, die Dornröschen. Dornröschen. So, und das ist dann meine Box, die ihr diesmal in dieser Maskenwoche gewinnen könnt. Und ja, lasst mir einfach einen lieben Kommentar unten. Und mit dem Hashtag, was haben wir denn da? Warte mal, da ist was? Gold. Wir nehmen einfach mal Hashtag Gold und ihr seid bei der Verlosung dabei. Also allen viel Glück. Ich hoffe, die Maskenwoche hat euch wieder gefallen, hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste. Und ja, würde sagen, ich schmeiße alles weg und tralala. Mein Gott, ey. Ein Chaos hier wieder auf dem Tisch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wunderschönen Abend. Bleibt alle gesund. Dicken Knutscher an euch. Falls ihr das nicht seid, wünsche ich euch gute Besserung. Und passt auf euch auf. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen zum nächsten Video wieder. 10 Uhr bin ich natürlich immer am Start für euch. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss.